Hey Leute, heute haben wir für euch 7 spannende Geheimnisse über den Secret Service. Los geht's! Nummer 7. Mehr als wir denken. Sind wir mal ehrlich, spricht man über den Geheimdienst Secret Service, denken wir alle, dass er gerade einmal aus 100 Menschen besteht oder sogar vielleicht noch weniger. Tatsächlich hat der Geheimdienst des Weißen Hauses aber über 6500 Mitarbeiter. Krass, oder? Nummer 6. Nicht nur der Präsident. Die große Mitarbeiterzahl lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass nicht nur der Präsident selbst, sondern auch seine Familie und teilweise auch seine Freunde geschützt werden. Der Geheimdienst überwacht außerdem die Gäste des Präsidenten und alle Menschen, die er selbst gerne schützen möchte. Nummer 5. Der lange Weg. Die Agenten beginnen ihre Karriere für die ersten 4 bis 7 Jahre im Büro. Anschließend durchlaufen sie verschiedene Phasen und am Ende werden sie dann entweder in eine höhere Position befördert oder sie kehren wieder zu ihrer Büroarbeit zurück. Ihr seht, ist nicht mal mit ebenso beim Secret Service. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 4. Erste Hilfe. Da der Secret Service immer am Präsidenten dran ist, sind die Agenten auch die Ersten, die im Notfall Erste Hilfe leisten können. Jeder Agent hat grundlegende medizinische Fähigkeiten und ist darauf trainiert, in einer kritischen Situation Ruhe zu bewahren. Außerdem wird die Route des Präsidenten immer sorgfältig recherchiert, sodass ein Krankenhaus immer maximal 10 Minuten entfernt ist. Und die Nummer 3, Präsidentenblut. Es mag unglaublich klingen, aber die aktiven Agenten sind immer bereit, beim Präsidenten eine Bluttransfusion durchzuführen. Sie haben immer etwas Blut dabei, um im Notfall kein Risiko mit Spendern in einem x-beliebigen Krankenhaus eingehen zu müssen. Unfassbar, ich glaube, man kann es auch irgendwie übertreiben. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2, die Codenamen. Beim Secret Service hat jeder Präsident und seine Familie eigene Codenamen. Barack Obama war zum Beispiel Renegade, seine Frau Renaissance und die beiden Töchter wurden Radiance und Rosebud genannt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1, allzeit bereit. Schaut man sich die Fotos der Agenten des Secret Service, vor allem die, auf denen auch der Präsident zu sehen ist, genauer an, sieht man, dass sie ihre Hände immer auf der gleichen Höhe haben. Die Höhe, auf der ihre Waffe sitzt. Die Agenten sind allzeit bereit, schnell zu reagieren, die Waffe zu ziehen und den Präsidenten zu verteidigen. Das Ganze hat euer Interesse geweckt? Dann schaut euch doch jetzt 5 Herausforderungen an, die man sich stellen muss, um beim Geheimdienst arbeiten zu dürfen. Auch ein wirklich spannendes Video. Zum Ansehen einfach hier in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.